Und der letzte Punkt, Sozialpolitik zu Wahlarena 2017. Geht auch ganz schnell. Zwei Dinge. Erstens, diese Statistik. Wir haben in NRW ein Wirtschaftswachstum, das nicht dem bundesdeutschen Durchschnitt entspricht. Unglaublich schlecht. Lasst euch von sowas nicht verarschen. Wenn wir in NRW mehr Wirtschaftswachstum hätten, dann wäre in anderen Ländern das Wachstum niedriger. Weil das Geld, das verdoppelt sich nicht einfach, das ist nicht zweimal da. Und deswegen dürft ihr solchen Statistiken nicht einfach so ungeprüft glauben. Informiert euch. Wenn wir das machen, wenn wir tatsächlich eine Sozialpolitik machen wollen, wir fordern übrigens einen Mindestlohn von 12,50 Euro. Denn dann kann man menschenwürdig leben. Dann kann man sich noch das kleine Extra erlauben zu dem, was man braucht, um hinterher die Rente bezahlt zu bekommen. Menschenwürdiges Leben heißt, auch mal ins Kino gehen zu können, auch mal ins Theater gehen zu können, am kulturellen Leben teilhaben zu können, an der Gesellschaft teilhaben zu können. Das ist uns wichtig. Und das schaffen wir dann, wenn wir nicht CDs ankaufen, wenn wir nicht versuchen, den reichen, aber kleinen Mann irgendwie dran zu kriegen, sondern wenn wir endlich rangehen und das machen, was der Finanzminister in den letzten 5 Jahren locker hätte machen können, nämlich Steuerschlupflöcher für die Unternehmen schließen. Es geht nicht an, dass Apple irgendwie seine Geschäfte, die sie in Deutschland machen, auslagert nach Irland und dann in Irland plötzlich keine Steuern bezahlt und das Ganze rauszieht. Diese Steuerschlupflöcher, wenn wir die schließen, dann ist in NRW eine vernünftige Sozialpolitik möglich und dann gebe ich wieder den Linken recht. Eine soziale Sicherheit bringt uns auch eine innere Sicherheit. Und dafür, auch dafür stehen wir Piraten.